Ja, grüße dich. Es ist Freitag, heißt Weekend Flow Time. Ja? Und heute gibt es wieder eine sehr, sehr gute neue Übung für dich. Und zwar geht es hauptsächlich um die Brustwirbelsäule. Ja? Die machen wir beweglicher. Also das heißt, wenn du Blockaden hast, ist die Übung richtig, richtig gut für dich geeignet. Wenn du eine Skoliose hast, dann tut sie dir richtig, richtig gut. Und wenn du den ganzen Tag sitzt oder viel im Auto fährst, ja, ich hatte letzte Woche Freitag, habe ich ja so ein Special hier gepostet gehabt, wo ich mit dem Auto unterwegs war und da einfach dich mal mitgenommen, was ich dann so für Übungen mache. Und da war diese Übung auch dabei und die möchte ich dir jetzt einmal genauer erklären, weil das habe ich da nicht getan, da habe ich einfach die Übungen nacheinander gemacht, ja. Und diese Übung tut aber extrem gut. Das ist so eine, ich nenne sie die Flitzebogenübung, ja, weil du wie so ein, wenn du so einen Bogen aufspannst, in diese Bewegung reingehst. Und zwar ist folgendermaßen: Du fährst einmal mit der Hand auf die Schulter, wenn du so weit kommst. Wenn die Beweglichkeit nicht so da ist, dann machst du in die Richtung, ja, oder hältst einfach nur so. Dann machst du mit der gleichen Seite, also ich habe jetzt den rechten Arm, rechtes Bein, dreht jetzt hier vorne rein, jetzt geht der rechte Ellbogen Richtung linken Fuß, rechten Fuß runter, ja. Und ich gehe hier in die Beugung und der andere Arm öffnet nach oben hinten. Jetzt komme ich hoch, ziehe jetzt meinen Ellbogen in den Rücken rein. Der andere Arm bleibt hier lang. Der wird nach vorne jetzt geschoben und der zieht hier in den Rücken rein und ich schaue hinterher. Jetzt komme ich wieder rein, gehe hier runter, komm hoch, spann hier auf, schieb den Arm nach vorne und den anderen nach hinten. Und wichtig, ich zeige das mal auch von der Seite. Der Ellbogen hier, der geht so weit in den Rücken rein, wie es geht. Und versucht den Ellbogen zur Wirbelsäulenmitte zu ziehen. Ja, hier. Und dann schiebt der eine Arm nach vorne. Ich zeige das mal ganz von der Seite, damit du es besser siehst. Nochmal hier runter, hochkommen, nach hier nach vorne schieben und wieder. Und was du noch machen kannst, um das zu intensivieren, bei dem vorderen Arm, der gestreckt ist, drehst du noch den Daumen nach außen. Ja. Gehst wieder rein. Und wieder hier. Und zack, zack. Ja, und dann fühl mal in deinen Körper hinein, wie es dir dann so geht. Natürlich musst du das mit beiden Seiten machen, ne? Also jetzt hier, zack. Ich mache das jetzt auch mal direkt mit der einen Seite, weil würde ich den gleichen Effekt haben. Und noch einmal. Okay. Ja, also mir tut die Übung auch richtig, richtig gut. Dann lass doch mal einen Kommentar da, wie die Übung dir gefällt und was so bei dir passiert in deinem Körper, mit deinem Körper. Und ja, was du so für Erfahrungen damit machst. Gerne auch mal, kannst auch schreiben, wenn du jetzt schon andere Übungen von mir benutzt hast und ausprobiert hast, auch gerne mal da die Erfahrung schildern. Weil das interessiert, glaube ich, dann auch mal die Menschen, die hier zum ersten Mal dann draufstoßen. Dann sehen die gleich, dass ich nicht nur einfach viel erzähle, dass es irgendwelches theoretisches Blabla, Gephase ist, sondern dass es wirklich Sachen sind, die ich hier zeige, präsentiere, die Wirkung haben. Und ja, und das halt wirklich bei jedem Menschen. Ja, und das ist ja auch das Geniale bei diesen Übungen. Es gibt keinen, den die Übungen nichts bringen, egal was du machst. Ja. Wenn du Sportler bist, hast du mit diesen Übungen einen Mehrwert, weil du einfach viel mehr Power bekommst. Wenn du Schmerzen hast, kriegst du deine Schmerzen mit den Übungen weg. Wenn du einfach nur, ja, dich unwohl fühlst, weil du einfach zu viel sitzt, aber noch keine Schmerzen hast, dann tun die Übungen auch extrem gut, weil du einfach dich sofort, ja, befreiter fühlst. Du fühlst dich einfach frei, ja. Und ich sehe es auch immer wieder an den Gesichtszügen bei meinen Kunden. Wenn ich zu meinen Kunden hinfahre, was sie teilweise, also gerade weil ich ja viele mit Schmerzen habe, dann sind die richtig hier im Gesicht, richtig versteift und richtig angespannt.
Und nach einer halben, dreiviertel Stunde, dann sieht man auf einmal, wie weich die Gesichtszüge geworden sind, weil sich einfach das entspannt hat. Und natürlich in der Faszienstruktur, das hat eine ganz enge Verbindung mit unserer Psyche, ja, weil die Emotionalität ist alles in der Faszie drin verankert. Und wenn man das bearbeitet und locker macht, dann löst sich das. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der Druck geht von einem runter. Ja. Und deswegen, mach die Übung immer schön. Teile gerne auch die Übungen mit deinen Freunden, Bekannten, damit sie auch dieses tolle Gefühl erleben und ja, einfach eine bessere Lebensqualität haben. Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Bis im nächsten Video. Dein Tobias.